Hallo und willkommen zu noch einer Folge von World of Tanks. Heute bin ich unterwegs im M5 Stuart, und zwar dem M5 Stuart der amerikanischen Linie, ein Tier 4 leichter Panzer, und den habe ich ausgerüstet mit dieser Haubitze. Ihr könnt sehen, die einzelnen Rüstungswerte, typisch eigentlich für Light Tanks. Ausgerüstet ist er halt mit diesem extra Turm, den man benutzen muss, um die Haubitze verwenden zu können. Die hat halt nur einen 38er Durchschlag, macht dafür aber auch richtig ordentlich Damage. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man sich eh kaum mit einem KV-1 anlegen wird, sondern eher mit ja, Leichttanks, die so im eigenen Tierbereich rumkrabbeln. Und ja, Ausrüstung Standard, Tarnnetz, Reparaturkiste und Ferngläser. Ich muss mich noch entschuldigen, ich habe in der letzten Folge über den M5A1 Steward der Chinesen gelästert. In dem Video habe ich mich aber mit einem M5 Steward der Amerikaner angelegt gehabt. Im Ergebnis bleibe ich trotzdem bei meiner Meinung. Der Chinesen Steward mit dem 80er Durchschlag ist einfach ein bisschen lächerlich, wenn man sich überlegt, ein KV-1 hat hinten eine 75er Panzerung und jeder andere Light Tank, der muss wirklich genau den Winkel treffen, um da durchzukommen, und der Chinesen Steward, der schneidet da mit seinem 81er Durchschlag, ist es sogar, ich hab's nachgeguckt, einfach durch. So, wir sind im Gefecht. Ich bin mit dem Steward auf nicht El Haluf, sondern Desert heißt die Map, glaube ich. Fahr hier zu dieser Sanddüne und scoute erst einmal auf. Das hier ist eine der wenigen Runden, in der sich das Team tatsächlich mal abspricht. Wir wollen also unseren Artillerievorteil ausnutzen und dementsprechend versuche ich einfach nur, die Ziele für die Artillerie gescoutet zu halten. Sechs Stück habe ich da schon gefunden und werde jetzt gleich mal meinem Team Bescheid sagen, dass die Kollegen offenbar vorhaben, alle zur Flagge zu rushen. Ein absoluter Dulli-Move, der eigentlich kaum Aussichten auf Erfolg hat. Da schreibe ich es gerade in den Chat. Denn sobald man in dem Capture-Kreis drin ist, kann man auf eigentlich jeder Map von allen Seiten nach Herzenslust beschossen werden. Und da haben wir noch einen Covenanter, glaube ich, gefunden. Und deswegen entscheide ich mich jetzt einfach mal in die Berge reinzufahren, weil ich von da aus noch eine etwas andere Möglichkeit des Scoutens habe und ich auch die Hoffnung habe, dass wir diesen Covenanter zu zweit erledigen können. Der 38 NA kann es allerdings nicht abwarten und knuddelt sich da schon ordentlich mit dem Covenant herum, schreit auch schon laut nach Hilfe. Und jetzt werde ich ihm die Hilfe mal zuteilen, die er haben wollte. Einmal gerammt, einmal geschossen und das Ding ist weg. Und die Artillerie hat uns auch offenbar mächtig lieb. Ich drücke jetzt hier einfach weiter entlang dieser Sanddüne durch, immer das Terrain ausnutzen und die natürliche Deckung benutzen, soweit das möglich ist. Da habe ich eine Artillerie gefunden. Ziel ist jetzt eigentlich, ja, weiter um diesen Hügel herumfahren, bloß nicht über den Hügel drüber. Damit präsentiert man sich eigentlich als Ziel mit einer Neonreklame, wo drauf steht: Bitte erschieß mich. Die Artillerie hat verschossen. Ich habe jetzt also ein paar Sekunden Zeit, während sie nachlädt. Komme aber nicht so rechtzeitig ran. Mein Schuss geht leider auch daneben, also muss ich zurücksetzen. Und ja, der Kollege verschießt auch seinen zweiten Schuss. Und damit ist er dann abgeräumt. Und der Zugang zum gegnerischen Spawn bzw. zum Capture-Kreis ist damit auch von der anderen Seite eröffnet. Und ich kann jetzt hier einfach versuchen, so gut es geht, weiter zu spotten.
Das Team hält sich sehr gut. Wie gesagt, man hat sich vorher mal abgesprochen und gesagt, wir wollen unseren Artillerievorteil ausnutzen. Da steht noch ein T-28, der offenbar schon aufgegeben hat. Und es reicht leider nicht mehr, um ihn zu killen. Aber damit ist diese Runde gewonnen. Ziemlich konsequent, würde ich sagen. Wie immer kommen gleich nochmal die Statistiken. Ich habe die Scout-Medaille bekommen, zwei Abschüsse und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch bis zum nächsten Mal, wie immer, eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschaußen.